Ja, hallo zusammen, willkommen zu einer neuen Woche und auch zu einer neuen Runde Last Epoch. Beim letzten Mal habe ich etwas entdeckt, ja, mit den Dungeons, wofür ich Schlüssel brauche. Allerdings gestehe ich auch ganz ehrlich, habe ich jetzt nicht weiter geschaut. Ich kann mal einen verticken gehen. Habe ich jetzt nicht weiter geschaut, wo ich diesen Schlüssel finde. Auch diese Woche war wieder ein wenig anstrengend. Und deshalb habe ich mir das geschenkt. So, One-Handed Sword. Was den Dodge Rating können wir erstmal behalten. Den sowieso hier. Ja, man kann weg. So. Ja, weg. So, wieder ein wenig. Halt, stopp. Den Schlüssel hast du auch nicht, ne? Sieht nicht so aus. Gut. Aber die beiden Dinger wollte ich haben. Gut. Das heißt, ich werde entweder heute zufällig auf den Schlüssel treffen oder gar nicht. So ein Zwischending gibt's nicht. Hier war das Dungeon. Hier. Hier waren wir aber noch nicht. The Lower District. Dann würde ich sagen, gehen wir heute einfach mal dahin. Die nächste Quest ist zwar hier, aber hier waren wir, glaube ich, noch nicht. Gehen wir einfach mal hin. Oder doch? Ja doch, hier waren wir schon. Okay, vergesst es. Dann geht es mal... Hier war das. Aber ich weiß nicht, ob wir hier weitergegangen sind. Wir gucken mal. Ich glaube nämlich nicht. Ich glaube, das sind wir nicht. Ja, ja. Ist ja gut. Da ist meine Kiste, okay. Du kannst mich mal, du gibst mir auch keinen Schlüssel, also was soll ich mich da jetzt gerade mit rumärgern? Aber hier komme ich auch nicht weiter, so wie es aussieht. Wartet mal. Da gehen wir wahrscheinlich hier hin. Ich bin mir nicht, ja, ich glaube, das ist, ja, nee, ist klar. Okay. Hm. Wieso gibst du mir eigentlich keinen Schlüssel, du dumme Nuss? Human, can you understand? Ja, kann ich. That's good. Everyone else seems to have lost themselves. As soon as they woke, they started stomping about, rumbling the entire mountain with their steps. They are the only source of life that massive I can sense. So it may have been. Wait. I also detect other humans, and they are all under the mountain. No, they won't live there for long while the mountain beneath is lumbering around, causing cave-ins and avalanches. Someone needs to stop them before the humans are all shattered. You are the only other living being that isn't acting like their head has rotted through. So you're going to have to help me. If you can find a way deeper into the caverns, of course. It's been so long. Can humans see? That could be a problem. Do not worry though. There are clusters of pyre amber that give off light you could use. Be careful though. If your bark is particularly dry, you might catch fire. That's good then. Hurry and find a way in there. Ja, ohne Schlüssel ist da nichts zu wollen. Gut. Dann würde ich sagen, gehen wir mal hier hin. Und gehen durch zum Kultistencamp. Ist so. Aber hier waren wir auch schon, oder? Na, egal. Ja. Ja, auch diese Woche wieder nur eine. Naja, eine Woche von jeweils einem Spiel. Ach komm. Ach komm.
das sind meine. Ja, ansonsten wieder eine anstrengende Woche gewesen, muss man so sagen. Aber was soll's, das kenne ich ja mittlerweile nicht mehr anders. Hallo. Und froh, dass Wochenende ist. Von daher. Hört ihr auf. Obwohl meine Katze mich heute Morgen viel zu früh geweckt hat. Meine innere Uhr mir dann sagte, nee, du schläfst nicht weiter. Tat wieder so, als wenn sie auf Hunger wäre. Ging unter und sie war am Wochenende. Wie das dann so ist. Hey, wieso stehst du wieder auf? Was fällt dir ein? Frechheit. Ach ja. Ja, heute Abend werde ich mal Teriyaki-Hähnchen selbst ausprobieren zu machen. Bin ich mal sehr gespannt. Ja, ich nehme das auch am Samstag auf, nur so nebenbei. Und heute Abend wird es ein ruhiger Couchabend. Gestern Abend haben wir wieder Sons of the Forest gestreamt. Das war sehr witzig. Ich habe gut gelacht. Ich bin noch mal überlegen, ob ich die Zeit finde, so ein Best-of irgendwie zu machen. Von den witzigsten Szenen. Es gab eine, da konnte ich mich nicht mehr einkriegen. Könnt ihr das mal lassen? Wenn ich nur dran denke, muss ich schon wieder lachen. Gestern, wer Sons of the Forest, wenn ihr The Forest kennt, also Sons of the Forest ist die Fortsetzung davon. Hallo? Ach, da lebt noch was. Okay. Ey! Aufhören wäre schön. Da ist doch noch. Das kann doch nicht nehmen. Ach, da ist noch einer. So. Da war ich auf jeden Fall der Meinung, einer unserer KI-Begleiter, also wir haben mal nach KI-Begleiter, wie immer man das nennen möchte,
Und eine davon war so lieb und wollte mir irgendwie was schenken und legte es mir auf die Füße und zum Dank warf ich ihr einen Baumstamm ins Gesicht. Fand sie nicht witzig. Das war wohlgemerkt, das möchte ich mal dazu sagen, aus Versehen. Ach, ich kann hier übrigens Upgrades machen. Ist nicht so, dass ich da jetzt absichtlich ihr einen verpellt habe. Saving Strikes, when you use a skill that cost zero mana and increase damage. Ja, das ist nice. Das machen wir auf jeden Fall. Nach beim Marksman können wir jetzt ja auch was machen. Und bei Blade Dancer auch. Aber gut. Da müssen wir auf jeden Fall gleich mal ran. So. Wir haben auch noch nichts ausgewählt, oder? Nicht wirklich. Was willst du von mir? Ich könnte jetzt hier wahrscheinlich irgendwas wählen von den Sachen, aber will ich, glaube ich, gar nicht. Weiß ich gar nicht. That throws two blades, then four blades, and records all blades in the ground back to you. Aha. Physical, Fire, Melee, Bow, weiß ich nicht. Puncture sollte eigentlich. Nee, macht auch kein Blatt. Haben wir denn eigentlich bei Blade Dancer irgendwie Physical Movement Dexterity, Physical Melee Movement Dexterity. Ja, weiß auch nicht, also von den Sachen hier können wir jetzt irgendwie nicht so richtig was anfangen. Und ja, Blade Dancer werden wir dann investieren. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob das alles so klappen wird. Das werden wir dann sehen. Aber so ist ja der Plan. Ach komm. Ihr mal ab. Echt jetzt mal. So, das Gold nehmen wir natürlich auch an uns. Ja, auf jeden Fall, Sons of the Forest macht echt Spaß, vor allem im Co-op vor allen Dingen. Für mich sind diese Art Spiele, diese Survival-Spiele eigentlich tendenziell Co-op-Spiele. Also alleine hätte ich persönlich, glaube ich, wenig Bock drauf, das zu spielen. Aber das ist ja auch immer Geschmackssache. Für mich wäre das eher nix alleine. Hier gehen. Oh, ein Boss, ich sehe schon. Na, Arschloch. So.
Easy. Too easy. Ja, macht auf jeden Fall im Koop sehr, ach komm schon, sehr viel Spaß. Und das ist ja das Wichtigste. Ach komm. Okay, das war nur so ein Überweg von da. So. Hoppala, Arschloch. So. Gut, ihr Lieben, dann soll es das für diese Folge gewesen sein. Ich bedanke mich für euer Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal bei Last Epoch. Tschüss.